Hallo und herzlich willkommen bei Karlsruhe Underdogs. Mein Name ist Martin. Und mein Name ist Nico. Wir beide studieren europäische Kultur- und Ideengeschichte am Karlsruhe Institut für Technologie und möchten Ihnen, inspiriert vom Podcast Geschichten aus der Geschichte, eine Person aus der Karlsruher Historie vorstellen. Dabei weiß mein Gegenüber noch nicht, welche Person ich ihm gleich vorstellen werde. Viel Spaß! Also Nico, wir starten ein bisschen verspätet in das Jahr 2024. Mal wieder haben wir es leider nicht ganz so hinbekommen, in der Januar eine Folge aufzunehmen. Aber dafür sind wir jetzt ein bisschen spät, aber dennoch wieder da. Aber nochmal kurz zurück zum letzten Jahr. Weißt du, welche Folge wir da nochmal zuletzt aufgenommen haben? Ja, da muss ich natürlich ein bisschen zurückdenken, aber ich erinnere mich, dass du mir die Adoptivtochter von Napoleon Bonaparte vorgestellt hast, die Stéphanie de Beauharnais. Und ja, die war eben für Karlsruhe oder Baden vor allem wichtig, weil sie hier dann eben Großherzogin geworden ist als Frau von Karl. Und ja, später, als er dann auch früh verstorben ist, hat sie dann eben sehr viel selbstständig in der Politik gemacht und natürlich eine wichtige Vermittlungsrolle zwischen Frankreich und Deutschland auch gespielt. Ja, ich glaube, so kann man das sehr gut zusammenfassen. Zu der Folge habe ich noch so zwei kleinere Feed oder zwei kleine, naja, wie sagt man so, zwei kleine Sachen, auf die ich nochmal hinweisen möchte. Ein bisschen größeres Problem, das ich gemacht habe und ein kleineres Detail. Also was ich nochmal ein bisschen richtigstellen möchte. Ich habe leider bei unserer Protagonistin, der Stéphanie Beauharnais, habe ich leider da unglücklicherweise habe ich ein paar Aussprachefehler gemacht. Der Nachname sowohl von Stéphanie als auch ihrer Tante Josephine ist nicht Beauharnais, wie ich gesagt habe, mit dem S betont am Ende, sondern Beauharnais. Genau, und das zweite kleinere Detail ist, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wir hatten ganz am Rande mal über den Reichsdeputationshauptschluss gesprochen. Und da ging es ja unter anderem, dass auch viele freie Reichsstädte neue Besitzer bekommen haben. Und da hatte ich so ein paar Reichsstädte aufgezählt, wie Ulm oder Mainz. Und der, ja, ich sag mal, geneigte Geschichtsexperte wird jetzt sofort wissen, vielleicht ist ihm damals auch schon aufgefallen, Mainz war ja natürlich nie freie Reichsstadt, sondern wurde ja von einem Kurfürst, sondern wurde von einem Bischof regiert mit Kurwürde, also war quasi so weltliches Territorium der Kirche und halt niemals freie Reichsstadt, wie ich es da gesagt habe. Darum ist auch eine kleine Ungenauigkeit, aber genau, so viel dazu und jetzt bin ich gespannt, wen du mir heute vorstellen wirst. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich in die Folge ein. Und die beginnt mit einem kleinen Zeitungsausschnitt. Also wir sind im Februar 1843 und an diesem Tag berichtet die Karlsruher Lokalzeitung oder eine Karlsruher Lokalzeitung, Zitat: Hunderte von Zuschauern begleiten namentlich die Lokomotive, eine ungeheure Masse von ca. 320 Zentner, mit besorgten Blicken bei ihrem langsamen Vorschreiten vermittels einer tragbaren kleinen Eisenbahn und belagerten förmlich die Straße, welche sie zu nehmen hatte, während der Dauer des Transports. Zitat Ende. Die hier beschriebene Szene ereignete sich im Rahmen der Auslieferung der Lokomotive mit dem Namen Der Rhein, die zwei Tage dauerte und sich zu einem Volksfest auswuchs. Heute wird es folglich um eine Person gehen, die aufs Engste mit Karlsruhe und der badischen Eisenbahngeschichte verbunden ist und darüber hinaus auch den deutschen Lokomotivbau nachhaltig zu prägen vermochte. Hast du eine Idee, Martin, um wen man sich handeln könnte? Ja, okay, also ganz am Anfang dachte ich, wir machen jetzt die Geschichte der Rhein und wie die im Rhein verschwunden ist. Also, nein, das wird es nicht sein. Aber wenn wir jetzt nicht konkret über eine Lokomotive sprechen, also der große Karlsruher Eisenbahnpionier muss ja eigentlich Emil Kessler sein, oder? Ja, da hast du gleich ins Schwarze getroffen, 100% richtig. Es wird heute um Emil Julius Karl Kessler gehen. Und er wurde geboren am 20. August 1813 in Baden-Baden.
Die Familie seines Vaters stammte ursprünglich aus Marburg an der Lahn, wo die Vorfahren meist als Handwerker tätig waren. Doch Emil Kesslers Vater Johann folgte nicht dieser handwerklichen Berufstradition seiner Vorfahren, sondern schlug die militärische Laufbahn ein, die ihn schließlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach Baden führte. Da seine Eltern häufig umzogen, verbrachte Emil Kessler seine Kindheit abwechselnd in Baden-Baden und Karlsruhe. Schließlich war es Baden-Baden. Damals kann man noch sagen, hieß es nur Baden. Also erst später wurde es dann in Baden-Baden umbenannt. Ja, das hat immer so ein bisschen gleich das Verwechslungspotenzial, wenn man sich heute mit so historischen Quellen auseinandersetzt. Und mal ist Baden halt die Stadt Baden-Baden, mal manchmal das Großherzogtum, manchmal auch die Stadt Baden bei Wien. Stimmt, oder sowas. Das gibt es ja auch noch. Also irgendwie, wenn man Baden in historischen Quellen liest, muss man immer dreimal denken, was damit jetzt nochmal genau gemeint ist. Schließlich war es Baden-Baden, in dem Emil Kessler eingeschult wurde. Am örtlichen Pädagogium erhielt er Unterricht in deutscher, französischer und lateinischer Sprache, Geschichte, Religion, Schönschreiben, Zeichnen und Musik sowie in Technologie, Geometrie, Geografie und Naturgeschichte. Heute ist Naturgeschichte vor allem bekannt als Naturkunde. Also eine sehr breite, umfassende Ausbildung. Mit 13 Jahren immatrikulierte er sich dann 1826 an der neu gegründeten Polytechnischen Schule in Karlsruhe. Martin, ich bin mir relativ sicher, dass dir diese Schule etwas sagt. Ja, so ein, zwei Sätze könnte man dazu sagen. Also genau, da kann man an der Stelle sagen, dass wir beide ja auch in einem Forschungsprojekt sind seit einigen Jahren, die eine kleine Publikation anstreben zur Frühgeschichte vom Karlsruher Polytechnikum, aus dem ja später das KIT hervorgegangen ist, vor allem mit dem Blick auf die frühen Schüler. Und ja, unter den frühen Schülern war ja damals auch Kessler. Genau, ja, was vielleicht noch so wichtig ist für die Folge heute, also die Polytechnische Schule in Karlsruhe wurde eben am 7. Oktober 1825 vom damaligen Großherzog Ludwig von Baden gegründet und ist eben, wie du schon gesagt hast, ihres Zeichens eben die Keimzelle der späteren Universität und damit auch eben des heutigen KIT. Ja, und also wenn man, ich weiß nicht, ob ich dir da vorweggreife, aber ganz kurz zur Geschichte der polytechnischen Schulen. Das ist ja auch durchaus eine Besonderheit. Also im deutschen Sprachraum war ja Karlsruhe die dritte polytechnische Schule oder die dritte größere staatliche, je nach Zählweise, die gegründet wurde nach Wien und Prag. Und halt diese polytechnischen Schulen sind halt eine Neuerfindung aus dem 19. oder frühen 19. Jahrhundert. Auch wieder, wie bei allen Dingen, hat irgendwas natürlich mit Napoleon oder der Französischen Revolution zu tun. Und aus den damaligen Militärakademien und Bergbauschulen hervorgegangen wurde, hat nun erstmals zentral vereint an einer Schule technischen Unterricht an junge Schüler vermittelt, aus dem dann später unternahm hat auch die Real, aus dem dann später wiederum die technischen Hochschulen und Universitäten hervorgegangen sind. Und einfach quasi diese Verwissenschaftlichung von technologischem Wissen findet in diesem Zeitpunkt statt, weil davor Universitäten klassisch eher so mit Dingen wie Jura, Medizin, Philosophie am Hut hatten und jetzt einfach weniger Technikwissen ernst genommen haben. Und das ist halt durch diese Schulform so passiert. Und die haben natürlich Wechselwirkung mit der damals aufkeimenden Industrialisierung, dass halt natürlich Wissen von den neuen Fabriken und Förderungsstätten in die Schulen gelangt ist und wiederum Schüler dann wiederum bei der Industrie mitgemacht haben. Also das ist ein bisschen ein vergessenes Kapitel der deutschen Wissenschafts- und Technikgeschichte, das hat diese Rolle der polytechnischen Schulen um diese Zeit. Ja, das hast du schon sehr gut zusammengefasst und genau dafür oder für diese in dieser Schnittstelle eben jetzt bewegt sich Emil Kessler. Er wird 1827 mit der Beurteilung als gut befähigt für die mathematische Klasse zugelassen und zwei Jahre später wurde er als einer der Klassenbesten wieder aus dieser entlassen und entschied sich dann zunächst für den Beruf des Baumeisters. Im weiteren Verlauf seines Studiums wandte er sich jedoch immer mehr der Mechanik zu und 1831 beendete er dann vorerst, muss man sagen, seine Ausbildung an der Polytechnischen Schule und, so vermutet seine Biografin Maike Doll, unternahm daraufhin eine erste Studienreise nach England und in die verschiedenen Staaten des Deutschen Bundes. Was damals auch eigentlich sehr typisch war, dass man eben so eine Reise gemacht hat, um sich eben gebildeter Mensch und natürlich auch mit den entsprechenden finanziellen Mitteln, dass man da gibt ja einige Biografien, die da solche Bildungsreisen durchaus unternommen haben.
Genau, in der Tradition hat es dann eben auch Kessler gemacht, kehrte 1833 aber an das Polytechnikum zurück und besuchte die mechanische Werkstatt, deren Leiter Jakob Friedrich Messmer schnell auch sein technisch-konstruktives Talent erkannte und ihn und seinen Kommilitonen Theodor Martinsen zunehmend in die Aufgaben der Werkstatt mit einbezog. Also wenn ich mich richtig erinnere, war doch Messmer auch ein, zumindest ganz am Anfang vom Polytechnikum, ein Schüler. Ja, genau. Messmer hat eben direkt gestartet mit dem Polytechnikum und sich dann eben da in den Reihen des Polytechnikums eben auch entwickelt. Und dann ist er tatsächlich bis zum mechanischen oder bis zum Werkstattleiter aufgestiegen und hat auch allgemein eine sehr interessante Karriere gemacht, auf die wir später noch so ganz am Rande zu sprechen kommen. Genau, und er erkannte dann eben schnell das technisch und konstruktive Talent von Emil Kessler und auch seinem Kommilitonen Theodor Martinsen und bezog die beiden zunehmend in die Aufgaben der Werkstatt mit ein. In dieser Zeit wurde Kessler dann auch mehrfach als Assistent oder Maschinist in Prüfungsprotokollen des Polytechnikums aufgeführt. Kessler durfte Messmer dann im Sommer 1833 auch auf eine Studienreise nach Paris begleiten, die er in seinem Tagebuch ausführlich dokumentierte. Vor allem der Besuch verschiedener Fabriken, darunter auch einige Produktionsstätten für Dampfmaschinen, war für ihn von großer Bedeutung, da er an Ort und Stelle Skizzen über den Aufbau und die Funktionsweise verschiedener Maschinen anfertigen konnte. Im folgenden Jahr konnte Kessler dann den Direktor des Polytechnikums, Friedrich August Walchner, auf eine Studienreise in die Schweiz, nach Österreich und Bayern begleiten. Und im Februar 1836 erhielt er die Lehrbefugnis und leitete den Kurs Maschinenzeichnen, wofür er 400 Gulden im Jahr erhielt. Das ist eigentlich, glaube ich, auch gar kein schlechter Lohn, weil ich erinnere mich, ich glaube, so ein einfaches Arbeitergehalt in der Zeit beträgt so 150 Gulden. Also ja. Ist schon mal, ich glaube, damit kommt man ganz okay über die Runden. Er musste sich nicht beschweren, sicherlich. Ja, ich glaube, in der Zeit hat man auch teilweise deutlich besser verdient, aber ja. Ja, aber war ein ordentliches Gehalt für die Zeit. War für so einen jungen Mann. Messmer förderte Kessler jedoch nicht nur auf technischem Gebiet, sondern führte ihn auch in den Kreis Karlsruher Industrieller ein und machte ihn mit Salomon von Haber, dem bedeutendsten badischen Bankier dieser Zeit, bekannt. Messmer war in dieser Zeit auch an der Planung und Herstellung der Apparaturen für die Zuckerfabrik in Waghäusel beteiligt und saß im Komitee für die Gründung der Spinnerei und Weberei Ettling. Also hier kommen nochmal sozusagen alle Fäden laufen hier zusammen. Ja, also man könnte jetzt auch hier sagen, bei Geschichten aus der Geschichte, da reden sie ja immer gerne über den Flickenteppich und die Verbindung der einzelnen Folgen untereinander. Hier könnte man auch eine kurze Verbindung zur Hacker knüpfen, weil bei der Zuckerfabrik in Waghäusel kam es ja zur einzigen größeren Schlacht als bei der preußischen Besetzung vom revolutionären Baden. Und stimmt, so als kurzer Hinweis. Wer da reinhören will, 1849. Aber Folge 7. Okay. Also später gibt es noch einen kleinen Hinweis, okay, auf die Folge. Zwei der wichtigsten badischen Industrien, also diese Zuckerfabrik in Waghäusel und die Weberei und Spinnerei in Ettling, waren die zwei wichtigsten badischen Industrieprojekte dieser Zeit. Und Messmer bezog Kessler immer mehr in diese Arbeit mit ein und schließlich wurde Kessler selbst in das Komitee berufen und war einer der Gründungsaktionäre der Spinnerei und Weberei in Ettling. Da die mechanische Werkstatt auf dem Gelände der Technischen Hochschule für die dort zu erprobenden Maschinen bald zu klein wurde, musste für die Planungen und Versuche der Ingenieure bald ein größeres Gebäude in der Erbprinzenstraße errichtet werden. Während Messmer Karlsruhe aber 1836 in Richtung Straßburg verließ, wurde Emil Kessler in demselben Jahr in Karlsruhe eingebürgert und heiratete im April 1837 die Tochter des Karlsruher Stadtapothekers Carolina Sachs. Die Rahmenbedingungen für die Gründung einer Fabrik waren in Karlsruhe zu jener Zeit sehr gut. Durch das örtliche Polytechnikum hatten viele Firmeninhaber oft selbst eine technische Ausbildung genossen, wie du ja auch schon angemerkt hast, Martin, und es bestand die Möglichkeit, durch die Beschäftigung von Absolventen der Schule das neueste technische Wissen direkt in den Betrieb zu holen. Also so ein bisschen auch wie heute, ne? So, dass man eng mit den Hochschulen versucht, zusammenzuarbeiten. Ich meine, das war ja durchaus halt das Ziel, warum die Hochschulen damals gegründet wurden, weil einfach ja quasi häufig Monarchen in den deutschen Mittelstaaten einfach Interesse hatten, ihre Industrie zu fördern. Also nicht nur Industrie, aber halt auch den Staatsdienst zu technisieren. Und
dadurch kam es halt einfach, ich sag mal, ein bisschen pathetisch zu dieser Erfindung dieser Ingenieure oder dieser Ingenieursklasse, und die man halt dadurch durch so technische Schulen gefördert hat. Und gerade in Karlsruhe gab es ja in anfangs ja ein paar Schwierigkeiten, weil die Niveaus ein bisschen gering waren, aber später hat es, wie man es hier sieht, ja dann durchaus ganz gut dieser Gedanke geklappt. Absolut, und wir sind ja auch zu dem Zeitpunkt eben mitten in dieser Industrialisierung, Beginn der Industrialisierung in Deutschland. Deswegen war da der Zuspruch schon gegeben, und Karlsruhe war da eben natürlich auch als Residenzstadt schon auch nicht so schlecht für eine Firmengründung. Das lag natürlich am Badischen Hof, der gegenüber wirtschaftlichen Neuerungen zu der Zeit auch sehr aufgeschlossen war, und so konnten sich auch relativ leicht Geldgeber für neue Firmengründungen finden. Unter diesen Bedingungen übernahmen Emil Kessler und der schon erwähnte Theodor Martinsen die Messmersche Werkstatt in der Erbprinzenstraße mit inzwischen fast 70 Arbeitern und benannten sie in Maschinenfabrik Emil Kessler und Theodor Martinsen Karlsruhe um. Aus diesem Anlass verließ Kessler dann auch das Polytechnikum, um sich vollständig auf die Arbeiten in der Werkstatt zu konzentrieren, in der zunächst neben landwirtschaftlichen und industriellen Maschinen auch physikalische Instrumente hergestellt wurden. Auch die Maschinen für die bereits erwähnten Zuckerfabrik Waghäusel und die Spinnerei und Weberei in Ettlingen wurden bei Kessler und Martinsen angefertigt. Durch die Großaufträge war die Werkstatt zu Beginn gut abgesichert und konnte sogar expandieren. Da diese Möglichkeiten in der Erbprinzenstraße begrenzt waren, entschieden sich die Unternehmer für einen Neubau südlich der Kriegsstraße vor dem Ettlinger Tor. Also wenn man heute auch kennt, das EC-Center, also dieses EC-Center, dieses große Einkaufszentrum in Karlsruhe, da gegenüber mehr oder weniger war dann eben diese groß angelegte Fabrikanlage. Die Maschinenfabrik lag damit zum damaligen Zeitpunkt außerhalb der Stadt Karlsruhe auf der Gemarkung der Gemeinde Bayertheim. Heute ist das ein Stadtteil von Karlsruhe. Zu diesem Zeitpunkt, so Maike Doll, dürfte Kessler bereits über die Absicht der badischen Regierung unterrichtet gewesen sein, eine Eisenbahnstrecke von Mannheim nach Basel zu bauen. Aus diesem Anlass sollte nämlich auch ein Bahnhof in Karlsruhe entstehen. Und dieser Bahnhof war dann zufälligerweise eben genau gegenüber. Also da, wo heute das Staatstheater steht, war ja der alte Karlsruher Hauptbahnhof. Und damit war die Fabrik nicht so schlecht gelegen. Und Maike Doll stützt ihre Vermutung darauf, dass eben nicht nur die Beziehungen Kesslers zum Hof unter anderem durch seine Frau exzellent waren, sondern auch der Kontakt seines Förderers Messmer zu einem der wichtigsten Beamten in der Eisenbahnkommission, nämlich Nebenius, der auch immer wieder in der Karlsruher Stadtgeschichte auftaucht. Ja, genau, vielleicht da kurz. Nebenius war, glaube ich, Innenminister, oder? Unter anderem war er in seiner langen Karriere auch Innenminister. Und hat dann auch bei der die Badische Verfassung irgendwie mitgeschrieben. Mhm. Also irgendwie. Der hat vieles gemacht. Ja, so ja. Man, glaube ich, vielleicht kennen wir den jetzt sofort als so ein bisschen Leute, die gerne im bayerischen Geschichte des 19. Jahrhunderts rumstochern, aber generell kann man, glaube ich, sagen, für Leute, die ihn jetzt nicht kennen, also Nebenius im 19. Jahrhundert, sehr wichtiger Staatsmann für Baden, der sehr viel, sag ich mal, Reformwille gezeigt hat und das Land modernisieren wollte und einfach irgendwie bei vielen großen politischen Entscheidungen irgendwo seine Finger im Spiel hatte. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Folge zu ihm. Wer weiß. Genau, und daher wird der Bauplatz der Maschinenfabrik in unmittelbarer Nähe zum später entstehenden Karlsruher Bahnhof womöglich nicht ganz zufällig gewählt worden sein. Kesslers Frau brachte ihm aber nicht nur wichtige Kontakte in die Karlsruher Machtzirkel, sondern auch eine große Mitgift in die Ehe ein und investierte in den Bau der neuen Maschinenfabrik nicht weniger als 18.000 Gulden. Also das ist viel. Beachtlich, ja. Also ich meine, das ist immer schwierig umzurechnen, wie viel da jetzt genau wie viel ist. Ich glaube, ganz gerne kann man ja in dieser Zeit so ein bisschen diese Münzpreise anhand des Silbergehalts vergleichen. Ich glaube, irgendwie ein Gulden hat irgendwie so 9,5 Gramm Silber oder sowas. Und da kann man jetzt, es geht ja schon in den Kilobereich an Silber über. Ja, absolut ein eine wichtige Startfinanzierung für die Unternehmung ihres Mannes, die Frau Kessler da geleistet hat. Am 21. März 1839 richteten Martinsen und Kessler ein Schreiben an die Großherzogliche Eisenbahnbaudirektion in Karlsruhe,
indem sie die Dienste ihrer Maschinenwerkstatt anboten und tatsächlich erhielten sie dann bald auch erste staatliche Aufträge. Zu Beginn verfügte die Maschinenfabrik noch nicht über Dampf- oder Wasserkraft, weshalb die Werkzeugmaschinen durch sogenannte Göpel angetrieben werden mussten. Martin, weißt du, was ein Göpel ist? Vielleicht habe ich das schon mal irgendwie gehört, oder schwebt mir irgendwas im Hinterkopf. Ich bin recht sicher, dass du es auch schon wahrscheinlich gesehen hast. Was heißt, ja, du, vermutlich hast du es schon mal gesehen. Es soll eben, also es hat auch mit Weihnachten so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du diese von der warmen Luft, also wenn du so Kerzen aufstellst. Ah, diese Pyramiden. Genau, das ist so ein System eigentlich. Also es funktioniert das, mit heißer Luft oder? Nee, das nicht. Oder? Nee, sondern es geht eigentlich um diesen Dreheffekt einfach, den das hat. Also in dem Falle wird es vor allem durch Menschen und Tiere erzeugt. Ach so. Bei den großen. Wäre aber natürlich eigentlich eine gute Idee gewesen, das vielleicht mit sowas anzutreiben. Aber ja, das war eben so eine Drehvorrichtung zum Antrieb von Arbeitsmaschinen ganz am Anfang. Und kleinere oder größere Modellnachbildungen in Form von Göpelpyramiden sind heute eben beliebte Weihnachtsdekorationen. Aber im Juni 1839, also eigentlich relativ schnell nach der Eröffnung, erhielt die Fabrik dann auch eine eigene 20 PS Dampfmaschine. Bis 1840 stieg die Anzahl der Mitarbeiter von den ursprünglich 70 auf 145. Und da die Auftragslage hervorragend blieb, strebten Kessler und seine Geschäftspartner eine Erweiterung der Fabrik an, gerieten darüber aber in Streit mit der Gemeinde Bayertheim, was schließlich dazu führte, dass Kessler alle Arbeiter aus Bayertheim entließ, um eben Druck auszuüben. Ich meine, das ist irgendwie in heutigen Zeiten, würde man ja denken, dass so eine Stadt sich so einen Industriestandort reißen würde, vor allem der Arbeitsplätze schafft und so. Und das ist irgendwie, ja, ein bisschen merkwürdig. Ja, sicherlich war das auch für die Leute hart, aber ja, ich habe jetzt gar nicht gelesen, was so der Hauptgrund dann eigentlich war, warum die Gemeinde Bayertheim sich da quergestellt hat. Aber nochmal kurz, ja. Vielleicht hast du es schon erwähnt, aber was genau haben die eigentlich alles da jetzt produziert? Kannst du es nochmal kurz sagen? Ja, also anfangs waren das vor allem eben landwirtschaftliche Maschinen oder auch eben fürs Polytechnikum, dann so Messinstrumente und solche Dinge und sind dann eben nachdem Baden eben in das Eisenbahnzeitalter einsteigen wollte, vor allem auf Lokomotivbau eben umgestiegen. Aber weil du sagst, heute wird man sich vielleicht eher drum reisen, so eine Fabrik, oder zu späteren Zeiten wird man sich eher drum reisen, so eine Fabrik zu bekommen. Also in Karlsruhe war man von Anfang an jetzt nicht nur positiv auf die Fabrik zu sprechen, denn ganz in der Nähe war der sogenannte Erbprinzengarten. Ja. Und das war eben so eine städtische Grünfläche und so ein Erholungsraum. Und der Aufseher des Erbprinzengartens hat 1843 von anhaltenden Lärmbelästigungen durch die Fabrik eben berichtet. Also man sieht schon die Reibungsflächen zwischen Industrialisierung und eben auch der Stadt irgendwo als Wohlfühlort, dass man das natürlich auch sucht. Ja. Doch die Maschinenfabrik entwickelte sich trotzdem rasant und Kessler und Martinsen zählten bald zu den ersten Großindustriellen im badischen Großherzogtum. Die Firma trug viel zur weiteren industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Karlsruhe bei, indem sie die Ansiedlung weiterer Firmen begünstigte. So entstand 1842 beispielsweise die Firma Schmieder und Meier, die lange der bedeutendste Waggonlieferant für die badische Staatseisenbahn war, und direkt auf einem Gelände neben der Kesslerschen Maschinenfabrik angesiedelt war. Doch wie sahen überhaupt die Anfänge des Eisenbahnwesens auf das sich der Erfolg Kesslers und seiner Fabrik stützte? Bereits zu Beginn der 1830er Jahre regten sich in Baden erste Stimmen, die den Bau einer Eisenbahnstrecke forderten. Zunächst standen die badische Regierung und der Großherzog dem Bau einer Eisenbahn aber grundsätzlich skeptisch gegenüber. Ich hatte gerade noch gedacht, also in dieser Zeit, was ich nur neulich mal gehört habe, was ich super spannend fand, also wenn man sich irgendwie heute so Eisenbahn im 19. Jahrhundert vorstellt, denkt man ja sofort an diese riesen Schienen, die da verlegt werden und an diese Kohlewaggons und dafür diese riesen Lokomotiven. Und irgendwie fand ich das nochmal, ich hatte das nur neulich mal zufällig also ich hatte das nur neulich mal mitbekommen, dass es halt so in der Zeit, so in den 1830er, 1840ern,
durchaus verschiedene Positionspapiere gab in Baden. Zum einen mal, wo man überhaupt die Eisenbahn bauen soll, aber zum anderen auch, womit die betrieben werden soll, weil so Kohle war halt nicht immer der erste naheliegendste Treibstoff für so Eisenbahnen. Vor allem, ich meine, so hier in Baden gab es ja auch nie so die riesen Kohlereviere, sondern damals hat man ja, gab es auch, glaube ich, durchaus Positionspapiere, wo man geguckt hat, ob man die Eisenbahn entweder mit Holz oder mit Torf betreibt. Das ist halt hier in den so, ja, in einigen Weihern und Seelandschaften gestochen werden sollte. Ja, ja, spannend. Da sieht man natürlich auch heute, hat man dann schon so ein festes Bild vor Augen, aber es gab halt viel mehr, es gab natürlich auch Alternativvorschläge, ja, und viele Möglichkeiten. Es war einfach so eine Experimentierphase, wo es verschiedene Wege hätte geben können. Genau. Aber für Baden wurde es dann 1835 eben durchaus wichtig, sich für den Eisenbahnbau auszusprechen, denn Baden trat zu diesem Zeitpunkt eben dem Deutschen Zollverein bei und dadurch setzte im Großherzogtum eine regelrechte Firmengründungswelle ein. Ja, Martin, weißt du, was der Deutsche Zollverein war? Ich muss sagen, nicht ganz genau. Wenn ich ganz ehrlich bin, kenne ich den, glaube ich, hauptsächlich aus dem Computerspiel Victoria 3. Also das ist, glaube ich, einfach so eine Zollunion der meisten deutschen Staaten unter Führung von Preußen mit Ausschluss von Österreich, wo einfach quasi die Zollgrenzen der meisten deutschen Staaten aufgehoben wurde, was halt so einen einheitlichen Markt geschaffen hat und einfach quasi den Handel vereinfachen sollte. Und damit, glaube ich, im Nachgang auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so als wichtiger Motor, der später in Industrialisierung geht, weil dann einfach Ressourcen und Waren einfach leichter hin und her transportiert werden konnten und einfach dieses Zollsystem, wie es halt seit dem Mittelalter und Heiligen Römischen Reich existiert hat, einfach beseitigt hat. Ja, das war schon das Allerwichtigste, sehr gut zusammengefasst. Und ich meine später dann auch, es gab ja die verschiedenen Ideen, inwiefern geeinigt werden sollen würde. Und das ist damals, glaube ich, auch schon so ein Vorläufer gewesen in Richtung dieser kleinen deutschen Lösung, also einer deutschen Einheit unter preußischer Führung und nicht österreichischer. Also es gibt da natürlich einen Haufen Zwischenschritte, die da noch dazwischen passiert sind, aber das ist schon mal so ein bisschen richtungsweisend, oder? Ja, absolut. Und dazu passt auch, dass der Deutsche Zollverein eben mit kurzer Unterbrechung dann bis zur Reichsgründung 1870-71 Bestand hatte und er dann sozusagen überflüssig wurde durch die Gründung des Deutschen Reichs. Genau. Auch die badische Regierung wurde von der Aufbruchsstimmung eben angesteckt, die durch diesen Zollverein entstand und öffnete sich schließlich den Plänen zum Bau einer Eisenbahnlinie. Und 1836 entschloss sich die badische Regierung schließlich, ein Eisenbahnnetz auf Staatskosten zu bauen. Damit waren sie doch eigentlich auch für so deutsche Staaten mit einer der ersten, oder? Ja, also Baden war schon ein Vorreiter dann im Eisenbahnwesen. Ja, weißt du noch irgendwie, wann die erste deutsche Eisenbahnstrecke eröffnet wurde? Das war doch irgendwie Nürnberg-Fürth, oder? Genau, das war Nürnberg-Fürth, die erste Fahrt mit einer Eisenbahn in Deutschland. Aber das war ja eigentlich also 1835. Also dass Baden schon zu den Pionieren auf dem Gebiet der deutschen Eisenbahngeschichte zählen kann. Am 12. September 1840 konnte dann auch schon die Strecke zwischen Mannheim und Heidelberg eröffnet werden. Und damit ging eine der ersten Staatsbahnen auf deutschem Boden in Betrieb. Da die ersten Lokomotiven noch aus England importiert werden mussten, zeigte sich die badische Regierung dann eben hoch erfreut darüber, dass die Maschinenfabrik von Kessler und Martinsen mitteilte, den Lokomotivbau aufnehmen zu wollen. Schon bald war die Auftragslage so groß, dass selbst im Schichtbetrieb nicht alle Bestellungen erledigt werden konnten. Basierend auf den Plänen der importierten Lokomotiven, eine Patentgesetzgebung existierte noch nicht, also war so Ideenraub und so, wie man heute sagen würde, es war schon ein Standard, dass du einfach eben Dinge kopiert hast und übernommen hast. Ja, ich meine, das sieht man ja auch an den ganzen Bildungsreisen da in den jungen Jahren von Kessler, als er da irgendwie nach Paris und Österreich und London reist und da halt einfach die ganzen Fabriken zu studieren und wahrscheinlich hat er natürlich da die ganzen Pläne sich gemacht und die Maschinen abgezeichnet. Deswegen hat er sein Skizzenbuch immer dabei, ne? Genau, richtig, wie du schon richtig sagst, ja, das war gang und gäbe.
Und die Mechaniker machten sich eben ans Werk und in den letzten Dezembertagen 1841 konnte dann die erste Lokomotive der Maschinenfabrik Kessler und Martinsen mit dem Namen Badenia ausgeliefert werden und auch die Probefahrt am Neujahrstag 1842 auf der gerade neu entstandenen Strecke zwischen Mannheim und Heidelberg fiel zur vollsten Zufriedenheit der Beteiligten aus. Karlsruhe hatte mit dem Bau der Badenia einen Meilenstein im deutschen Lokomotivbau gesetzt. Neben der Karlsruher Fabrik konnten nämlich nur zwei weitere Standorte mit den englischen Fabrikaten konkurrierende industriell hergestellte Lokomotiven ausliefern. Hierbei handelte es sich um August Borsigs gleichnamige Lokomotive in Berlin sowie der Münchener von Josef Anton von Maffei. Also Karlsruhe wieder mal mit vorne dabei. Kurzer Fakt am Rande, die erste auf deutschem Boden gebaute Lokomotive ausgeliefert zu haben, gebührt jedoch keinem dieser drei Unternehmen, sondern der kurzlebigen Maschinenfabrik Übichgau bei Dresden mit ihrer 1839 gebauten Saxonia. Ist irgendwie interessant, dass sie da so diese Lokomotiven einfach nach ihren Staaten benennen, aber in dieser lateinisierten Form. Mhm. Ja, spannend. Ja, ich finde auch auffällig häufig, oder zum Beispiel eben der Rhein, oder später kommen wir auch noch zu einer Lokomotive, die eben auch so einen Fluss hat. Also sieht man auch so ein bisschen diese Idee des Transports. Also früher waren ja Schiffe vor allem sehr wichtig für den Transport. Mhm. Und dachte ich mir, vielleicht hat es da auch ein bisschen was mit zu tun. Ja, ich meine, so Schiffe hatten ja irgendwie auch ihre Eigennamen. Und ich glaube, wahrscheinlich haben die meisten heutigen Güter- und Personenzüge nicht mehr diese lyrischen Bezeichnungen, aber irgendwie einfach so interessant, dass es in der Zeit durchaus die eigenen Namen hatten. Nichtsdestotrotz erwies sich die Entscheidung Kesslers und Martinsens auf den Lokomotivbau zu setzen als entscheidende Wende in der Firmengeschichte. Kurz nach der ersten Badenia orderte die Badische Eisenbahndirektion nämlich 6 weitere Lokomotiven und das nächste Ausrufezeichen setzte die Karlsruher Maschinenfabrik mit der Lokomotive mit dem Namen Karlsruhe, aber mit C geschrieben damals noch, die mit ihrer großen Zugkraft und Geschwindigkeit beeindruckte. Bei einer Testfahrt auf der Strecke zwischen Heidelberg und Wiesloch erreichte sie mit 20 Waggons eine Spitzengeschwindigkeit von 54 Stundenkilometern. Kessler erwies sich bei solchen Probefahrten auch als wahrer Draufgänger und soll selbst die Anweisung gegeben haben, die Lokomotive bei solchen Begebenheiten, Zitat, scharf ins Zeug zu nehmen, Zitat Ende. Also Heidelberg ist, Wiesloch ist so eine Strecke, die fahre ich öfter mal mit der Regionalbahn und ich habe so das Gefühl, im Durchschnitt fährt die unter 54 km häufig. Also damals hätte es schneller transportiert werden können. Ja, da gab es wahrscheinlich auch weniger Sachen, die Strecke blockiert haben. Während die Arbeit an den Lokomotiven unaufhörlich voranschritt, schlitterte Kessler jedoch immer mehr in finanzielle Probleme. 1842 schied Martinsen aus der gemeinsamen Fabrik aus und Kessler sah sich gezwungen, ihm die Anteile an der Firma für die immense Summe von 24.000 Gulden abzukaufen. Schnell belief sich der Anteil des Fremdkapitals auf über 90%. Kessler suchte zwar offensiv mit der finanziellen Situation fertig zu werden und bemühte sich weitere Aufträge an Land zu ziehen, was ihm auch gelang. So wurde die Maschinenfabrik Kessler, so der neue Name nach dem Ausscheiden von Martinsen, bald zum wichtigsten Lieferanten der Badischen Eisenbahndirektion. Durch die Fertigstellung des Karlsruher Bahnhofs 1843 in unmittelbarer Nachbarschaft zur Fabrik war die Maschinenfabrik dann auch unmittelbar an das Eisenbahnnetz angeschlossen und im selben Jahr präsentierte Kesslers Unternehmen mit der angesprochenen der Rhein die dritte Lokomotive aus badischer Produktion. So kann für die Zeit zwischen 1841 und 1845 durchaus von einer Phase des Aufschwungs für die Kesslersche Maschinenfabrik gesprochen werden, in der insgesamt 40 Lokomotiven die Werkstätten verließen. Also die finanziellen Probleme haben ihn erstmal nicht davon abgehalten, eben weiter zu wachsen. Als in dieser Phase des Aufschwungs im Oktober 1845 die Eisenbahnkommission im Königreich Württemberg die Gründung einer Maschinenfabrik in Esslingen ausschrieb, riet ein Esslinger Freund Kessler, sich auf die Ausschreibung zu bewerben, was dieser schließlich auch tat. Doch der Bewerberkreis war nicht zu unterschätzen, so war unter den Konkurrenten Kesslers beispielsweise auch der bereits erwähnte Münchner Unternehmer Maffei. Den Ausschlag für die Entscheidung pro Kessler gaben schließlich mehrere Faktoren.
So begrüßte die Württembergische Eisenbahnkommission den Plan Kesslers, eine Aktiengesellschaft gründen zu wollen, eine Konsequenz aus den Erfahrungen in Karlsruhe eben mit den hohen Schulden und dem Problem, Kapital aufzutreiben, sowie seinen technischen Kenntnissen, die er sich über die Jahre angeeignet hat. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Esslinger Maschinenfabrik zu gewährleisten, musste sich Kessler auch verpflichten, mindestens 3 bis 4 Monate pro Jahr vor Ort präsent zu sein, um die Geschäfte persönlich zu leiten. Der Gründungsvertrag vom 13. März 1846 legte fest, dass die württembergische Regierung 15 Jahre lang alle Lokomotiven, Eisenbahnwagen und Drehscheiben bei der neuen Maschinenfabrik zu bestellen hatte. Dieser also faktisch ein Monopol beim württembergischen Eisenbahnbau zugesprochen wurde. Damit war Kessler gerade einmal 33 Jahre jung, Direktor zweier Fabriken. Noch vor Baubeginn überzeugte Kessler die Aktionäre, die Kapazität der Maschinenfabrik zu erhöhen, da ihm aus Karlsruhe die allgemein gute Auftragslage bewusst war und er diese natürlich zu nutzen gedachte. Die Arbeiter in Kesslers Esslinger Fabrik, so hatte er es mit der württembergischen Regierung vereinbart, stammten aus Esslingen und der Umgebung. Bereits im ersten Jahr beschäftigte die Maschinenfabrik 468 Arbeiter und 34 kaufmännische Angestellte. Also wir sehen hier auch so diese rasante Entwicklung einfach von diesen 70, mit denen er damals auch in Karlsruhe angefangen hat, was ja nicht so wenig ist. Mhm. Und jetzt eröffnete eine Fabrik gleich mal mit 468. Wie in Karlsruhe richtete Kessler auch in Esslingen eine Krankenkasse ein, die später durch einen Unterstützungsfonds ergänzt wurde, aus dem Arbeiter sowie Witwen und Waisen von Werksangehörigen in Notfällen finanzielle Hilfe erhalten konnten. Die Fonds wurden, wie zu dieser Zeit üblich, ausschließlich aus den Mitteln des Unternehmens finanziert. In Karlsruhe hielt sich die Euphorie über Kesslers Engagement im Nachbarkönigreich in Grenzen. Vor allem die mehrmonatige Abwesenheit Kesslers aus der badischen Hauptstadt löste bei seinen Geschäftspartnern Bedenken aus. Doch nicht nur auf Kessler musste die Karlsruher Maschinenfabrik länger verzichten, auch der langjährige und hochgeschätzte Mechaniker August Erhard verließ schon bald die badischen Gefilde und trat eine neue Stelle als technischer Direktor in Esslingen an. Für das Esslinger Unternehmen können die engen Verbindungen zur Karlsruher Fabrik gar nicht überschätzt werden. Doch die Abwanderung aus der Maschinenfabrik in Karlsruhe hatte für diese nicht nur negative Auswirkungen, kam durch das neue Personal doch auch ein neuer Schwung in den badischen Maschinenbau. Also klar, die Alten gingen, aber es kamen auch neue talentierte Leute dann von unten wieder hoch. Also die Frage ist, ob die beiden Firmen sich halt auch so, was Aufträge angeht, so gegenseitig Konkurrenz gemacht haben oder ob die da irgendwie so als Einheit zusammengedacht wurden. Also wir kommen gleich nochmal zu sprechen, wie so das Verhältnis so war, aber was die Aufträge angeht, also es gab schon dann mal, dass man was geschoben hat, wenn da die, also vor allem in einer Auftragslage, die eben sehr gut ist, dass man dann eben ein bisschen geguckt hat. Okay. Am 31. März 1847 verließ dann der erste Personenwagen die Esslinger Werkstätte und in der Folge gab die württembergische Regierung 18 Lokomotiven in Auftrag. Ein Unterschied zwischen Karlsruhe und Esslingen war, dass die Karlsruher Lokomotiven nach englischem Muster hergestellt wurden, während man sich in Esslingen an amerikanischen Vorbildern orientiert. Doch Kessler wollte sich nicht nur auf den Bau von Lokomotiven verlassen und bemühte sich auch um andere Aufträge für seine neue Fabrik, wie den Bau eines Wasserpumpwerks für die Villa des württembergischen Kronprinzen in Stuttgart. Kesslers Esslinger Unternehmen erzielte 1847 also einen beachtlichen Erfolg, als es gelang, eine Lokomotive zu konstruieren, mit der die bis dahin unüberwindliche Geislinger Steige überwunden werden konnte. Doch auch in Karlsruhe blieb die Auftragslage zunächst erfreulich. Zu den Aufträgen aus Baden kamen weitere Bestellungen aus Preußen und Bayern, aber auch aus der Schweiz und Italien hinzu. So wurden in Karlsruhe in dieser Zeit die ersten Lokomotiven der Schweizer Nationalbahn, die Lokomotiven Limmat und Aare, gebaut. Also Aare auch wieder ein Fluss zum Beispiel, nachdem die benannt wurden. Doch trotz dieser guten Auftragslage blieben die Finanzen in einem kritischen Bereich. Der wichtigste Kreditgeber der Kesslerschen Maschinenfabrik in Karlsruhe, das Bankhaus Haber, schlug deshalb die Umwandlung des Privatunternehmens in eine Aktiengesellschaft vor. Dies gestaltete sich aber aufgrund fehlender Geldgeber als schwierig. Schließlich war es das Bankhaus Haber selbst, das die Maschinenfabrik Kessler in große Schwierigkeiten brachte, da es im Dezember 1847 die Zahlungsunfähigkeit bekannt geben musste und schließlich im Januar 1848 endgültig zusammenbrach. Daraufhin wurden sämtliche Kredite natürlich mit sofortiger Wirkung zurückgefordert,
Doch trotz der exzellenten Auftragslage war Kessler eine sofortige Rückzahlung der Kredite, die sich zu diesem Zeitpunkt auf nicht weniger als 1 Million Gulden beliefen, unmöglich. Somit stand auch die Karlsruher Maschinenfabrik vor dem Zusammenbruch. In Esslingen registrierte man die Entwicklung in Karlsruhe mit Sorge, vor allem da sich die Frage stellte, ob Kessler noch die Zeit und Energie finden würde, beiden Unternehmen vorzustehen. In Esslingen war man sich sicher, dass die badische Regierung etwaige Hilfen an Bedingungen knüpfen würde und eine, so die Befürchtung, könnte sein, dass Kessler sich ausschließlich auf das Karlsruher Werk konzentrieren sollte. Doch die Mühlen der badischen Bürokratie mahlten langsam und so bemühte sich Kessler um eine eigene Lösung. Zu Beginn des Jahres 1848 sah es so aus, als ob die Aktionäre der Esslinger Fabrik auch die Maschinenfabrik in Karlsruhe übernehmen würden. Doch der Fusionsplan scheiterte, da die badische Regierung der Maschinenfabrik den erwarteten Kredit nicht erteilte und sich gegen den Plan einer Fusion der beiden Maschinenfabriken stellt. Schlussendlich lehnte auch Kessler den Vorschlag der badischen Regierung ab, die Maschinenfabrik mit Zinsgarantien zu stützen und trieb die Gründung einer Aktiengesellschaft voran, deren Gründung dann auch am 14. März 1848 erfolgt. Als Direktor des neuen, alten Unternehmens verpflichtete sich Kessler, den Großteil des Jahres in Karlsruhe anwesend zu sein, um persönlich die Geschäfte zu leiten. Der Standort Karlsruhe war somit, vorerst muss man sagen, gerettet. Doch, was freilich keiner der Protagonisten wissen konnte, 1848 sollte ein äußerst geschichtsträchtiges Jahr für Europa im Allgemeinen und Baden im Besonderen werden. Ja, da eben nochmal der Hinweis auf Folge 7 mit Friedrich Hecker. Ganz kurz zusammengefasst, also von Frankreich ausgehend eben erschütterte ab Frühjahr 1848 revolutionäre Unruhen weite Teile des europäischen Kontinents und zentrales Anliegen der Aufständischen war eben die Schaffung von Nationalstaaten sowie die Veränderung der dynastischen Herrschaftssysteme und der sozialen Ordnung. Und Ende Februar 1848 erreichte die Revolution auch Deutschland. Vielerorts kam es zu Volksversammlungen, unter anderem in Offenburg, auf denen unterschiedliche politische, wirtschaftliche und soziale Forderungen gestellt wurden. Die Bevölkerungsmehrheit in den deutschen Staaten unterstützte die von liberaler und demokratischer Seite erhobenen sogenannten Märzforderungen. Sie umfasst neben Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit unter anderem auch die Einberufung eines deutschen Parlaments. Also vielleicht kann man noch mal einwerfen, dass es ja dann noch irgendwie Verbindungen zwischen Eisenbahn und Revolution allein dadurch gibt, dass zum Beispiel ja die beiden oder zwei wichtige Versammlungen damals in Offenburg stattfinden, das zentral in Baden lag und Eisenbahnknotenpunkt war, wo sich halt verschiedene Köpfe und Vertreter des Volkes versammelt haben, um halt über ihre Ideen von Republik und Freiheit zu sprechen und dass halt quasi diese Nachrichtenübermittlung halt durchaus halt auch wieder durch halt Erfindungen wie die Eisenbahn begünstigt wurden. Ja, ganz wichtiger Punkt. Die neu, also in Anführungsstrichen neu gegründete Maschinenfabrik Karlsruhe hatte so von Beginn an mit ungünstigen äußeren Bedingungen zu kämpfen. Wie im Esslinger Werk, das jedoch aufgrund seiner günstigeren Ausgangslage nicht so hart betroffen war, ging die Auftragslage deutlich zurück, da die Staatsregierungen in Anbetracht der sich zuspitzenden politischen Situation kaum noch Bestellungen aufgaben. Damit brach die Hauptsäule des Unternehmens beinahe vollständig ein. Den endgültigen K.O. versetzte Kesslers Karlsruher Firma schließlich eine Besonderheit des badischen Eisenbahnwesens. Hast du eine Idee, Martin, welche das sein könnte? Ich glaube, da muss mir einen Tipp geben. Geht es eher um so technische Details oder Verwaltungsdetails? Es geht um technische Details. Also eine Besonderheit der badischen Eisenbahn, also die andere Staaten nicht so haben. Sie haben das, um was es geht, auch gebraucht, aber sie haben sich letztendlich für einen anderen Weg entschieden als Baden. Da musst du mir noch einen Tipp geben. Es geht um das, worauf die Bahn am Ende fährt. Ah, geht es um die Spurweite der Schienen? Genau, richtig, ja. Ah, okay. Und da hat einfach Baden eine andere Spurweite. Genau, nämlich als einzige Eisenbahngesellschaft hatte man sich in Baden eben für die Breitspurgleise entschieden. Und die große Mehrheit der deutschen Staaten, die eben häufig erst nach Baden gebaut haben, aber hat sich dann für die Schmalspurweite entschieden. Und zum ganzen Pech kam noch dazu, dass 1847 der deutsch-österreichische Eisenbahnverein die Schmalspurmaß von 1435 mm zur allgemeinen Norm erklärt hat.
Ein kurzer Exkurs, also eine größere Spurweite der Fahrzeuge bietet im Allgemeinen bessere Laufeigenschaften des Zuges und belastungsfähigere Gleise bei schlechtem Untergrund. Generell können eben bei Breitspurgleisen höhere Geschwindigkeiten gefahren werden. Der bedeutendste Nachteil der Breitspur ist die erschwerte oder aufwendigere Streckenführung in unwegsamem Terrain, insbesondere im Bergland, da größere Bogenradien bzw. flachere Bögen erforderlich sind, um ein Entgleisen der Fahrzeuge bei höherer Geschwindigkeit oder auf Weichen zu vermeiden. Eine sekundäre Folge davon sind wiederum deutlich höhere Kosten. Also als technischer Laie würde ich jetzt auch mal sagen, dass man für breitere Spurweiten auch breitere Lokomotiven braucht, die dann wahrscheinlich größer und teurer auch sind, oder? Das auch, ja, natürlich. Und vor dem Problem stand jetzt eben Baden, denn durch die unterschiedliche Spurbreite hatten sie das Problem, dass auch eine Anbindung an andere Eisenbahnnetze sich halt massiv erschwert hat, weil du ja theoretisch erstmal das alles umladen musst, um es dann eben auf dem Badischen wieder zu transportieren. Und dies war angesichts der voranschreitenden Vernetzung, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, eben äußerst ungünstig. Die für einen Umbau benötigte Summe von auch nicht gerade wenig, also 1,3 Millionen Gulden, ließ das badische Parlament jedoch bis Mai 1854 zögern, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Was bedeutet das jetzt natürlich für die Kesslersche Fabrik? Das Problem ist eigentlich recht einfach zusammengefasst. Und zwar wurden der Ankauf von Lokomotiven bis zu einer endgültigen Entscheidung, was man jetzt macht, auf Eis gelegt. Also es gab keine Aufträge mehr. Und auch aus dem Ausland war nicht mehr mit einer neuen Auftragswelle zu rechnen. Wurden im März 1847 noch 62 Lokomotiven aus dem Ausland geordert, lagen anderthalb Jahre später nur noch 37 Bestellungen auf dem Tisch. Damit war die Maschinenfabrik jedoch lange nicht mehr auslastbar. Und irgendwie, dass man jetzt einfach so ein neues Modell baut mit anderer Spurweite, war nicht so einfach möglich, die Produktion umzuändern, oder? Also betrachtet man den Kampf, den auch Kessler geführt hat, um die Fabrik zu retten, würde ich sagen, war es offensichtlich nicht. Ja, wahrscheinlich war da offensichtlich die Konkurrenz auch von dem Feld schon weiter und irgendwie gefestigt und dann hatte da schon ihre Marktmacht ausgespielt. Ja, also das ist anzunehmen, dass einfach, das ist halt dein größter Auftraggeber, sag einfach mal, ich bestelle jetzt auf unbestimmte Zeit nichts mehr, bis ich mich entschieden habe, was passiert. Das ist natürlich irgendwie aber auch ich sag mal, eine nicht ganz glückliche Fügung der Geschichte ist, die einfach sich nicht entscheiden können und dann die Konsequenz ist, ja, wir lassen das mal und dieses große Problem, das diskutieren wir mal nicht weiter, weil wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Das ist jetzt ja, zeigt jetzt auch nicht so besonders politische Führungskraft. Na, Kessler hat sich nicht unterkriegen lassen erstmal und sich intensiv bemüht, die badische Regierung trotzdem für neue Aufträge zu gewinnen. Das gelang ihm jedoch nicht und der finanzielle Abwärtstrend der Maschinenfabrik ging deshalb auch unaufhaltsam weiter. Im Jahr 1849 konnten dann gerade einmal 19 Lokomotiven in der Karlsruher Fabrik gebaut werden und 1815 waren es nur noch 15 und 1851 nur noch 9, also über Jahre ein massiver Schwund. Mit sinkendem Umsatz stiegen die Zahlen von Entlassungen. Und aufgrund dessen forderten einige Aktionäre dann auch die Liquidierung der Maschinenfabrik. Doch Emil Kessler fiel es schwer, den Karlsruher Standort aufzugeben und noch einmal versuchte er, die beiden Maschinenfabriken in Esslingen und Karlsruhe zusammenzuführen. Doch auch dieser Rettungsplan scheiterte schließlich, da man sich nicht auf die Übernahmesumme einigen konnte. Am 30. Oktober 1851 beschlossen die Karlsruher Aktionäre einstimmig die Liquidation des Unternehmens. Mit der Liquidation endete auch Kesslers Dienstvertrag. Wie man sich vorstellen konnte, war er sehr enttäuscht und hat Karlsruhe dann auch den Rücken gewandt und siedelte nach Stuttgart über, um sich mit voller Kraft der Esslinger Fabrik zu widmen. Die Maschinenfabrik Karlsruhe wurde zum Verkauf ausgeschrieben und Käufer des Fabrikgeländes war... Das ist jetzt ein bisschen schon unverschämt. Also der Käufer war da die badische Regierung. Ja, er hat ein Geschmäckle. Ja, wie die wohl drauf gekommen sind, dass das zum Verkauf steht. Die wiederum dann eine Aktien... Die haben den bestimmt einen guten Preis gemacht. Die wiederum eine Aktiengesellschaft mit dem Namen Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe gegründet hat. Jedoch gelang es erst ab 1853, als der badische Staat, also sie selber sozusagen sich wieder Aufträge gegeben haben,
die Geschäfte zu stabilisieren. Also so hing das damals alles zusammen. Die Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe hatte aber eine nicht ganz unwichtige Geschichte weiterhin, auch für die deutsche Ingenieurszunft und die deutsche Technik. Denn in der folgenden Zeit wurden unter anderem die Automobilpioniere Karl Benz und Gottlieb Daimler beschäftigt in der Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe. Haben die dann auch weiter Lokomotiven gebaut oder haben die was jetzt vollkommen Neues gemacht? Weißt du das irgendwie? Was? Ja, also die wurde dann natürlich, also der Lokomotivbau war weiterhin eben die wichtigste, das wichtigste Standbein der Fabrik, aber man hat nicht mehr die Bedeutung erlangt, die eben noch zu Zeiten von Emil Kessler da war. Mhm. Und mit dem, ja, nach dem Ersten Weltkrieg dann auch und mit der wirtschaftlichen Krise hat auch immer mehr diese Maschinenbaugesellschaft in Karlsruhe dann Probleme bekommen. Und 1929 mit der Weltwirtschaftskrise musste dann auch die Firma endgültig liquidiert werden. Und ein großer Teil wurde dann eben von benachbarten Firmen, also vom Gelände dann aufgekauft. Mhm. Und Emil Kessler, fragst du dich jetzt? Ja, also Emil Kessler, Nico, was wurde aus dem? Dieser erlebte eine äußerst erfolgreiche Zeit im Königreich Württemberg. Bereits 1854 verlieh ihm König Wilhelm I. von Württemberg den Kronorden und damit verbunden den persönlichen Adelstitel. Das heißt, wir sprechen jetzt nicht mehr von Emil Kessler, sondern Emil von Kessler. In den folgenden Jahren erlebte die Maschinenfabrik Essling einen rasanten Aufstieg. Essling wurde durch die Maschinenfabrik zu einem Mittelpunkt des aufstrebenden Maschinenbaus, zumal es Kessler und seinen Ingenieuren gelang, nun auch genuin eigene Modelle und andere Innovationen zu entwickeln. Auch das Produktportfolio erweiterte sich erheblich. So wurden neben Lokomotiven unter anderem auch Dampfmaschinen, Eisenbrücken und Waffen produziert. Als 1861 auch Kesslers zweite Ehefrau an der sogenannten Wassersucht verstarb, war es seine älteste Tochter Carolina, die sich um die drei Kinder aus dieser Ehe kümmert. Kesslers ältester Sohn wandte sich wie der Vater dem Maschinenbau zu und übernahm später auch die Nachfolge des Vaters als Direktor der Maschinenfabrik Essling. Enge Verbindungen zwischen der Familie Kessler entwickelten sich auch zu dem aufstrebenden Ingenieur Gottlieb Daimler, zu dessen wichtigsten Förderern sich die Familie Kessler entwickelte. Auch beim Bau des ersten Automobils 1880 wurde Daimler durch die Familie Kessler unterstützt, stellte doch die Maschinenfabrik Esslingen den Benzinmotor hierfür her. Dies erlebte Emil von Kessler jedoch nicht mehr. Kurz vor der Pariser Weltausstellung von 1867, auf der unter anderem als Neuheiten ein hydraulischer Fahrstuhl und Stahlbeton vorgestellt wurden, verstarb Kessler am 16. März im Alter von 53 Jahren an einem Herzleiden. Sein Verdienst um den Lokomotivbau in Deutschland liegt vor allem, so seine Biografin Maike Doll, darin, dass er eine eigene Konstruktion entwickelte und damit deutsche Fabrikate verbesserte, vereinfachte und unabhängig von ausländischen Vorbildern machte. Dem deutschen Lokomotivbau wurde nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland große Bedeutung beigemessen. Lokomotiven aus Kesslers Fabriken fuhren unter anderem in Frankreich, Dänemark oder auch dem russischen Zarenreich. Die Grundlagen für diesen herausragenden Erfolg hatte Kessler bereits mit seinem Studium an der Polytechnischen Schule in Karlsruhe und seine Arbeit an den ersten Lokomotiven in seiner Karlsruher Fabrik gelegt. Das war meine Folge zu Emil Kessler, einem Pionier des deutschen polytechnischen Hochschulwesens und Lokomotivbaus, sowie einem der bedeutendsten Unternehmer des heutigen Baden-Württembergs im 19. Jahrhundert. Ja, also vielen Dank dir, Nico, für die Folge. War wirklich eine sehr, sehr spannende Folge. Hat mir sehr gut gefallen, das Thema. Ich finde, was sich durch fast alle unsere Folgen durchzieht, auf jeden Fall zu allen Folgen, die irgendwie das 19. Jahrhundert behandeln, ist natürlich immer wieder, kann man eigentlich nicht genug betonen, was für ein riesen Umbruch das 19. Jahrhundert war. Wir hatten es irgendwie mit dem Archivwesen und der Erfindung der modernen Geschichtswissenschaft mit Friedrich von Weg, die ja ähnlich wie jetzt bei Kessler Wilhelm Lauter mit der Infrastruktur. Und irgendwie, ja, ist einfach 19. Jahrhundert mal so viel Umschwung. Und natürlich denkt man da immer, hat man sofort das Bild der Eisenbahn im Bild. Und jetzt, glaube ich, war es jetzt auch endlich mal Zeit, dann auch mal das Thema anzugehen. Weil natürlich Eisenbahn ist ein wichtiger Motor für Wirtschaft, aber auch Entwicklung in Politik und Gesellschaft. Und ja, sehr spannende Folge und auch wirklich sehr interessante Personen. Ich meine, jetzt wirklich alt wurde er ja nicht, also
also man kann ja schon wahrscheinlich sagen, dass er so sein Leben der Technik verschrieben hatte und wirklich viel vorher ist oder vorher und nachher ist dann bei ihm auch nicht passiert. Wie bist du jetzt genau auf das Thema gekommen? Irgendwie durch Polytechnikum oder? Ja, du hast ja vorhin schon angeteasert mit dem Polytechnikum-Projekt, an dem wir auch beteiligt sind, und darüber kam ich eben auf die Person Emil Kesslers und dann auf das Thema der heutigen Folge. Und hast du irgendwas zur Literatur, irgendwie, wo man noch was nachlesen kann? Ja, also zur Literatur, es gibt tatsächlich schon das die ein oder andere Publikation zum badischen Eisenbahnwesen einerseits, aber auch zu Emil Kessler. Ich glaube, das Empfehlenswerteste ist zurzeit von Maike Doll, die ich ja auch angesprochen habe, Emil Kessler, so heißt einfach auch das Buch, von 2013, was erschienen ist in der Schriftenreihe des Stadtarchivs Karlsruhe. Und da ist das eigentlich kompakt, aber doch sehr informativ und auch kurzweilig zusammengefasst. Und zum Eisenbahnanwesen, das ist schon ein bisschen älter, aber da gibt es ein gutes Buch von Landesmuseum für Technik und Arbeit Mannheim, die das herausgegeben haben. Das heißt Eisenbahnfieber, Badens Aufbruch ins Eisenbahnzeitalter von 1990. Und wer so eine, also das konzentriert sich wirklich vor allem auf den Beginn dieser Phase. Und wer so einen größeren Überblick haben will, wie sich dann die Eisenbahn entwickelt hat über die Jahrzehnte, gibt es von Kunze Müller-Albert die badischen Eisenbahnen in zweiter Auflage, die dann zwar auch schon 1973 erschienen ist, aber eben auch die Reichsgründungszeit, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik so abdeckt. Und da kann man dann einen sehr guten Überblick bekommen. Ja, ich glaube, die Literaturhinweise findet man ja auch in den Beschreibtexten, wenn ihr uns einen Podcast hört. Und vielleicht, ich meine, irgendwann in ein paar Monaten erscheint ja vielleicht nochmal unser Band zur Geschichte des Karlsruher Polytechnikums, wo auch Kessler ja auch eine kleine Rolle spielen wird. Und an der Stelle vielleicht nochmal Grüße an unsere Projektforschungspartner Alissa und Nils. Vielleicht hört ihr uns gerade. vielleicht haben wir dazu dann auch noch was beizutragen, was kündigen wir dann auch noch im Podcast an, wenn da mal wirklich was erscheint. Hast du noch irgendwas der Folge hinzuzufügen? Nö, das wär's von meiner Seite aus. Ja, okay, dann zum Abschluss bleibt nur zu sagen, also ihr könnt uns weiterhin gerne hören. Wir sind entweder auf Spotify, YouTube, Audible oder beim Campus Radio Karlsruhe, entweder live im Radio oder auf der Webseite zu hören. Wenn ihr uns irgendwie Feedback, Themenhinweise, Kritik, all irgendwas schicken wollt, findet ihr uns entweder auf Twitter unter @ka_underdogs. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben unter karlsruheunderdogs@posteo.de. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß und dann bis zum nächsten Monat und zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.